Hallo und herzlich willkommen. Ich lade euch herzlich ein zu einer neuen Tour von Highlife TV mit Master Patrick diesmal. Heute sind wir bei der 59. Internationalen Filmfestspielen von Berlin. Offizieller Teil ist der 23. Teddy Award, der queere Filmpreis. Dieses Jahr sind wir im Haus der Kulturen. Der schwul-lesbische Filmpreis Teddy hat sich im Laufe der Jahre zu einer festen Institution der Internationalen Filmfestspiele Berlin entwickelt. 1987 wurde der Teddy Award zum ersten Mal verliehen. Nach wie vor ist der Teddy der weltweit einzige queere Filmpreis im Rahmen eines A-Filmfestivals und gilt mittlerweile als der wichtigste Queer-Film-Award der Welt. Oscar-Preisträger wie Pedro Almodovar und preisgekrönte Künstlerinnen und Künstler wie Tilda Swinton, Greta Schiller, Andrea Weiss, Diarra Gyarmann und Gus Van Sant sind Entdeckungen des Teddy. Mittlerweile sind auf der Berlinale Filme mit schwulen, lesbischen und transidentischen Inhalt Bestandteil aller Sektionen geworden. Teddy-relevant ist jeder Film, der ein queeres Thema vorantreibt. Jedes Jahr gehen rund 40 Filme ins Rennen um die Teddy-Trophäen. Ein Ereignis, das von vielen Menschen und Medien wahrgenommen wird. Das Programm, das ich jetzt leite, war damals das erste Programm, das ein Augenmerk gelenkt hat auf schwul-lesbische Filme, und zwar in den großen Festivals. Zu der Zeit fingen auch die ersten schwul-lesbischen Festivals an zu existieren. Von denen gibt es jetzt sehr viele. Die machen eine sehr, sehr wichtige Basisarbeit. Zum Teil sind sie sogar ein ganz wichtiger Bestandteil jetzt für die Auswertung der Filme. Auswertung heißt ja Zuschauer finden. Also wirklich die Auseinandersetzung auch mit dem Publikum zu finden. Im Panorama haben wir die Filme immer gleich gezeigt mit den anderen Filmen auch. Also wir haben keine Nische gebaut, sondern haben die Filme stolz und der Qualität entsprechend eben präsentiert. Und das hat uns über die Jahre sehr viel Aufmerksamkeit beschert, scheibchenweise. Man muss wirklich sagen, über die Jahre, denn die Sektion ist jetzt 30 Jahre alt. Und auch der Teddy, der 87 gegründet wurde, brauchte 10 Jahre, um sich zu etablieren in den Augen der Filmwirtschaft. Aber die guckt jetzt auch hin, die kommt jetzt auch hin. Und das war auch die Idee vom Teddy, nämlich die Filme von Schwulen und Lesben oder mit schwul-lesbischen Themen, transidentischen Themen zu platzieren im Auge der Öffentlichkeit, so dass man nicht mehr drüber weggucken kann. Ein queerer Filmpreis im Rahmen eines internationalen Filmfestivals wie der Berlinale macht schwules, lesbisches und transidentisches Leben sichtbar und setzt damit ein wichtiges Signal. Bei uns fing man erst in den 70ern an, darüber zu sprechen. Es dauerte dann nochmal 20 Jahre, bis der Bundespräsident zum ersten Mal das Wort in den Mund nahm. Natürlich im Zusammenhang mit den Ermordeten in der Nazizeit. Also Tod musste schon noch mit dabei sein. Und das war ja auch ganz wichtig in der politischen Entwicklung für heute. AIDS als entsetzliche Krankheit, die ein Drittel der Schwulen weggerafft hat, vor allem gerade im kulturellen Bereich, war auch dort notwendig, um die Öffentlichkeit wirklich engagiert zu machen für die Verfassung, ich möchte nicht sagen für das Los der Menschen, die schwul oder lesbisch sind, sondern für die Verfassung, in der sie sich innerhalb einer Gesellschaft wiederfinden. Das hat bei uns enorme Fortschritte gemacht, aber eben nur in ein paar westlichen Ländern. Und selbst dort ist es immer wieder gefährlich, öffentlich und normal schwul zu sein, möchten wir sagen. Also auf der Straße kann es doch immer wieder passieren, wenn zwei Männer oder zwei Frauen miteinander gehen, dass sie angemacht werden. Das hat sich also nicht wirklich grundlegend verändert, aber es hat sich wesentlich rechtlich verändert. Und der Zuspruch auch in der Bevölkerung, die einfach gemerkt hat, es ist eine menschliche Angelegenheit und nicht eine Haltungsangelegenheit. Also ich bin nicht, wie ich rechtsradikal oder wie ich Sozialdemokrat bin, so bin ich nicht schwul, sondern schwule und lesbische Menschen sind so. Das ist der große Unterschied dabei. Und da denke ich, da sind wir doch einen Schritt weitergekommen. Und vor allem, wir sehen das ja, wenn wir die Menschen einladen zur Berlinale, die kommen aus allen Landstrichen dieser Erde und meistens eben aus Ländern, wo man das nicht sein kann. Für die ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, hier zu lernen, wenn man offen ist, rennt man zum Teil auch offene Türen ein. Und wenn die Türen absolut verschlossen sind, dann muss man kämpfen. Der Teddy wird jedes Jahr in den Kategorien Kurz-, Dokumentar- und Spielfilm vergeben. Der diesjährige Special Teddy Award wurde an Joe D'Alessandro verliehen, der in den 70er Jahren als Warhol-Muse zur sexuellen Ikone einer ganzen Generation wurde. Persönlich habe ich mich sehr darüber gefreut, dass Joe D'Alessandro mich auf der Bühne angesprochen hat und wir dann zusammen vor Presse posiert haben. I like the mask, man. Okay. There we go. I know. Der zweite Special Teddy ging an John Hurt für seine außergewöhnliche schauspielerische Leistung im Film An Englishman in New York. Auch Wieland Speck, Leiter der Berlinale-Sektion Panorama und Vorsitzender des Vereins Teddy e.V., hat schon Filmgeschichte geschrieben.
Als Schauspieler überzeugte er unter anderem in Marlene Dietrichs letzten Film Schöner Gigolo, armer Gigolo. Ich bin schwul und ich musste natürlich in den 60ern erstmal schwul werden dürfen. Das heißt, es war von Anfang an ein Kampf mit der Gesellschaft, ein Kampf mit der Familie, mit den Freunden. Wenn du merkst mit 15, dass du gar nicht der bist, für den dich alle halten, dann hat man natürlich wirklich eine dicke Nuss zu knacken. Nicht nur die normal dicke Nuss, die man zu knacken hat in dem Alter sowieso, sondern eben noch eine härtere. Und das hat dann auch sehr schnell zum politischen Verhalten geführt. Ich habe sehr schnell eine Aufmerksamkeit entwickelt, wie gesellschaftliche Strukturen funktionieren und wie diese Strukturen versuchen, mich zu kontrollieren oder zu zensieren. Und das war eigentlich der Anlass dafür, politisch zu werden und vom Politischen dann auch ins Ästhetische zu gehen. Weil mit der Ästhetik hat man natürlich eine fantastische Kraft, auch das Politische auszudrücken. Die von Annette Gerlach moderierte Preisverleihung, die mit einem bunten Musik- und Showprogramm und internationalen Stars aufgewartet hat, wie auch die anschließende Party, sind Höhepunkte der Berlinale und werden weltweit mit großem Interesse verfolgt. Nun, wir haben nur etwas erreicht innerhalb eines Prozesses, der längst nicht abgeschlossen ist. Eins ist ja ganz klar, jede Gesellschaft dieser Erde hat irgendwelche 10% von schwulen und lesbischen transidentischen Menschen. Und erst wenn diese 10% tatsächlich auch repräsentiert sind in der Öffentlichkeit und leben können, wie andere Menschen auch, dann hätte man das erreicht. Also das dürfte allerdings noch ein langer Weg sein, das werde ich bestimmt nicht erleben, aber wir arbeiten daran. Im Partyangebot nach der Preisverleihung gab es Chill-Out-Zonen mit Lounge-Charakter und Ambient-Sounds, sowie eine Live-Rockshow um Mitternacht mit der Squeezebox. Sodass sich das Flanieren im Haus der Kultur in der Welt nach der Verleihung wirklich gelohnt hat. Bis in den frühen Morgenstunden wurde getanzt, gefeiert und gut unterhalten. Der Teddy Award 2009 ließ wahrlich keine Wünsche offen. Oder doch? Jedenfalls einen Wunsch an werdende Filmemacher hat Wieland Schreck. Ja, ich kann nur sagen, kritisch sein und gleichzeitig viel Spaß am Leben haben. Dann hat man eigentlich die Chance, immer wieder drüber nachzudenken, wie man die Gesellschaft gestalten kann. Man darf einfach nicht diese Einstellung sich selbst Opfer dieser Einstellung werden, dass die Dinge vom Himmel fallen würden. Weder die Wirtschaftskrise dieser Welt ist vom Himmel gefallen, sie ist von Menschen gemacht. Genauso wenig wie die sozialen oder moralischen Gesetze der Gesellschaft, in der man lebt. Es sind natürlich die religiösen Länder an dieser Stelle besonders gefährdet oder die Menschen in diesen Ländern, weil dort sagt man, ist es nicht menschengemacht, es wäre Gott gemacht. Und dagegen zu argumentieren ist sozusagen unmöglich, weil Glaube ist einfach eine Sache, der kommt man nicht mit Wissen bei. Und das Wissen ist an dieser Stelle eben notwendig, um all diese verschiedenen Elemente, die die Menschen unterdrücken, zu objektivieren, denen in die Augen zu gucken und damit umzugehen im Alltag. Und da versuchen wir natürlich immer eine Menge Kraft reinzugeben von der Berlinale aus, die dann ausstrahlen. Ja, das waren die Impressionen vom 23. Teddy Award hier in Berlin. Es war wie immer ein großes Fest. Wenn ihr dazu noch Bilder sehen wollt, gibt es eingeblendet hier auf boys2love.com. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns nächstes Jahr wieder bei Highlife TV.